Hallo, das war der Xi. Und der Osuma. Und es geht weiter mit I wanna be the Boshi. Ja. Ich hatte dann noch Französisch. Okay. Ja, das hatte ich auch. Auch oh, eigentlich nur, weil ich die anderen zwei Wahlpflichtfächer nicht machen wollte. Was wären das gewesen? Kunst und Kultur. Und Naturwissenschaften. Unter Naturwissenschaft konnte ich mir nichts vorstellen. Also und Kunst und Kultur. Ich hatte vorher Kunstunterricht und habe einfach gedacht, nein, nie wieder, nie wieder. Da dachte ich mir, ja gut, nein, Französisch. Du konntest dir unter Naturwissenschaften nichts vorstellen? Nicht wirklich. Zu dem Zeitpunkt nicht. Ich meine, du hast, ich habe dir ja gesagt, was Physikunterricht und so war, ne? Hm. Also habe ich mir gedacht, okay, gut, dann halt Französisch. Wie schlimm kann es schon werden? So nach dem Motto. Wie gesagt, Kunst und Kultur wollte ich mir nicht antun. Ich wollte nicht noch weitere 3 Jahre gefoltert werden. Nachdem ich endlich das Fach Kunst los war. Naja. Französisch. Ich meine, viele lästern ja über diese Sprache. Ich finde es immer wieder zum Kotzen, wenn man, wenn ich von Leuten so Kommentare höre wie, der spricht ja Französisch, Ohne Witz, ich habe sowas gehört. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, es ist nicht eine Sprache, die ich unbedingt toll finde. Ich finde sie auch irgendwie, klingt sie ein bisschen sehr schnulzig, aber deswegen bin ich jetzt nicht jemand, der grundsätzlich die Sprache hasst. Ich finde aber, dass Französisch schwierig zu sprechen ist. Auch schwierig zu lernen, vor allem weil es sind so viele, also wenn du dir die Worte mal anguckst, geschrieben, es sind so viele unnötige Buchstaben da drin. Das wirklich? Ist eine interessante Aussage. Es ist wirklich so unnötig, wenn du dir das, ich meine die Fragestellung zum Beispiel, wenn du eine Frage stellst, fängst du sowas mit sowas an wie Keske. Das sind eigentlich 3 Worte. 3 Worte. Und du sprichst es aus wie 5 Buchstaben. Ja. Und das sind 3 Worte Buchstaben. Also 3 Worte Wörter. Nämlich Q-U-E. E-S. Ich hatte Französisch. Ja. Ich kenne den Ausdruck. Und dann. Ich meine, es hat mich schon in Englischen gestört, dass du viele Endsilben weglässt. Aber in Französisch ist das nochmal eine Steigerung. Da lässt du teilweise sogar 2 Buchstaben bis zu 3 Buchstaben weg irgendwie. Und da denke ich mir so, wozu existieren die Buchstaben, wenn man sie nicht ausspricht? Na ja, gut, ich meine, wenn du dir das Französische im tatsächlichen Sprachgebrauch ansiehst, merkst du einfach, dass Französisch eine extrem schnelle Sprache ist. Und daher, schätze ich mal, hat sich das einfach entwickelt, dass bestimmte Buchstaben da nicht wirklich ausgesprochen werden, sondern, naja, eher stumm werden. Ich meine, das lobe ich mir ja im Deutschen, deswegen bin ich ja der Meinung, dass Deutsch eigentlich keine schwierige Sprache ist, weil... Na. Ja, kannst du gleich was zu sagen. Ich habe da meine Argumente, die werde ich nicht so leicht fallen lassen. Ich bin der Meinung, Deutsch ist eine leichte Sprache zu sprechen, weil es wirklich exakt das ist, was man sagt. Es gibt einen Satz und der trifft auf Deutsch zu. Du sprichst, wie du schreibst. Das trifft für jedes deutsche Wort zu. Wenn du mir irgendwann mal ein deutsches Wort zeigen kannst, das nicht so ist, dann bin ich beeindruckt. Aber jedes Wort, was du im Deutschen aussprichst, was nicht so ist im Allgemeinen, kommt aus dem Ausland. Es fängt schon mit Computer an. Computer ist kein deutsches Wort. Deswegen ist auch kein J drin. War ja früher auch einfach der Rechner. Ja. Rechner sprichst du so aus, wie du es schreibst. Und genau das ist es halt. Wenn du Hochdeutsch sprichst, wenn du jetzt so Leute wie du bist, die ja irgendwo im Bayern-Kaff da landen, und sowas wie Chemie als Chemie aussprechen, dann ist es natürlich richtig, dass du es nicht so aussprichst, wie du schreibst. Das ist richtig, ja.
Oh, das fing wieder an wie bei Simon. Aber ja, das wollte ich bloß mal kurz angemerkt haben. Ich möchte dich dabei nicht jeden Dialekt einnehmen, aber als Hochdeutsch sprechen ist wirklich tatsächlich so, wie du schreibst. Und ja, deswegen, wenn ich jetzt ein Ausländer wäre, bräuchte ich eigentlich lediglich nur wissen, das Alphabet, wie das Alphabet ausgesprochen wird als Buchstabe. Und vielleicht die einzige Ausnahme ist noch das Q. Aber ansonsten ist jeder Buchstabe so, dass du es sprichst, wie du schreibst. Nö. Was nicht? EU. Oi. EU sprichst du nur in bestimmten Situationen als Oi aus. Ja, gut. Okay, die Wortzusammensetzung gibt es natürlich auch noch. Aber das ist, das sind auch so einzelne Wortsilben, die du halt auch noch extra lernen musst. Das ist richtig, ja. Zum Beispiel sagst du ja nicht EU, sondern das trifft, Eure. Das trifft aber auch zum Beispiel auf SCH zu und auf ST und sowas. Ah, das eine ist St und das andere ist St. Genau. Von daher, ja klar, gut, es gibt so ein paar Silben, aber das ist trotzdem, das bleibt trotzdem in der Richtung, du sprichst, wie du schreibst. Ob das nun jetzt so gewisse Silben gibt, die anders ausgesprochen werden, ja, aber vom Prinzip her bleibt es dasselbe. Und ja. Ich meine, man müsste jetzt die Silben lernen und die Buchstaben und das Alphabet, gebe ich zu, ja. Aber das ist echt nicht viel. Das sind vielleicht, sagen wir mal, maximal 50 verschiedene Dinge, die du wissen musst. Na gut, du musst halt aber dazu auch noch sagen, willst du Deutsch sprechen, dass man verstehen kann, oder willst du richtiges Deutsch sprechen? Also als Ausländer möchte ich anmerken, dass es erstmal reicht, wenn man es nur versteht. Naja, ich wollte es nur sagen, festzulegen. Pass auf, unter Sprache lernen verstehe ich immer so zwei Stufen. Das sind die Stufen, die du jetzt gerade angesprochen hast. Wenn du jetzt aussprichst, wenn du jetzt praktisch sprechen kannst, dass derjenige dich versteht, dann ist es für mich persönlich als, okay, der kann die Sprache, der hat das verstanden. Und wenn du dann natürlich noch Grammatik mit einbaust, das ist natürlich noch ein bisschen schwieriger, das gebe ich zu. Aber das ist dann eine Zusatzsache, die nicht zwingend notwendig ist, um zu kommunizieren. Es ist bloß, damit es besser klingt. Na, das würde ich jetzt nicht so unbedingt unterschreiben. Also ich bin da schon der Meinung, dass das so der Fall ist. Ich könnte dir die nötigen Worte sagen und du würdest es verstehen, egal ob ich es nun richtig ausführlich sage oder nicht. Ja schon, aber so abgehakt kriegst du keine anständige Konversation hin, das reicht vielleicht zur geringfügigen Verständigung. Du musst ja auch nicht keine anständige Konversation führen, wenn du jetzt praktisch Deutsch sprechen willst, um kurz mit jemandem zu reden. Du kannst natürlich die Grammatik noch dazu zusätzlich lernen, aber das trifft aufs Englische auch zu und auf alle anderen Sprachen, dass du Grammatik lernen musst. Ja, da lernen wir die Grammatik und alles aber auch gleich immer dazu und nicht nur die Worte. Das muss man schon mal dazu sagen, wenn wir Englisch lernen, dann reicht es bei uns nicht aus, dass wir einfach nur die Worte kennen und aneinander hängen können, sondern das muss bei uns auch stimmen. Das wird auch sonst immer irgendwo verlangt, wo du Englisch sprechen musst. Und genau das ist der Grund, warum ich der Meinung bin, dass die meisten anderen Sprachen schwieriger sind als Deutsch. Weil nämlich in Deutsch kannst du es auch ohne Grammatik dich unterhalten, zumindest verständnisvoll. Du kannst auf Englisch einfach nur die Wörter sagen, die dir wichtig sind, versteht dich auch jemand anderes. Das ist, trifft schon mal auf Englisch nicht mehr ganz zu, auf Französisch und auf alle anderen Sprachen erst recht nicht. Weil es durch einfache verschiedene Besatzbauarten und Wortsilben halt sofort dafür führt, dass du einen komplett anderen Satz sagen kannst bei manchen Dingen. Ich gebe zu, das ist nicht bei allen so, aber bei einigen Dingen. Und wenn du diese Sachen halt dann falsch sagst, dann versteht er dich komplett falsch. Ich hatte letztens auch erst eine Konversation, wo jemand zwar die Worte gesagt hat, die er wohl meinte, mir sich der Sinn aber überhaupt nicht erschlossen hat, was er eigentlich will. Ein anderes Beispiel ist, in Deutsch hast du den Vorteil, dass du solche Dinge wie
zusammengesetzte Worte hast. Das hast du im Englischen zum Beispiel nicht. Da hast du normalerweise Bindestriche. Soweit ich das sehe. Ein Bindestrich, wie meinst du das? Im Englischen, wenn du irgendwelche Worte zusammenhängen möchtest, die halt gemeinsam dann einen Sinn ergeben, dann hast du normalerweise Gedankenstriche. Wenn ich mich nicht täusche. Gib mir mal ein Beispiel, wenn du kannst. Das glaubt ich schwierig zu überlegen neben dem Kampf. Nicht vergessen, ne? Ja, es ist mir schon bewusst. Deswegen habe ich auch nichts gesagt bisher. Mal überlegen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Aneinanderhängen mit Bindestrich aus dem Englischen kommt, weil das in der deutschen Sprache normalerweise vorher nicht vorhanden war und das mit dem Einschließen der englischen Sprache in die deutsche Sprache erst gekommen ist, dass man das so macht, weil man es früher im Deutschen einfach direkt aneinander geschrieben hat. Du meinst aber jetzt aber sowas wie nach dem Motto, sowas wie nach dem Motto, dass du jetzt ein englisches Wort mit dem Deutschen verbindest, oder was? Nee. Ich rede jetzt schon davon in den jeweiligen Sprachen, wenn du aber ein Wort um noch ein anderes erweitern möchtest. Wenn du zum Beispiel einen Nomen hast und du möchtest bei dem Nomen nochmal irgendwas dranhängen, weil dieses Objekt nochmal in irgendeiner Art und Weise spezieller ist. Gott. Ach, komm schon. Immer wenn mir irgendwas in der englischen Sprache einfallen soll, kommt's nicht. Okay, ich versuche das jetzt mal anders zu beschreiben. Ich gebe jetzt dir das Beispiel Totenschädel. Ja. Das im Deutschen verstehst du sofort. Okay, gut, das ist ein Totenschädel, weil das ist halt der Schädel eines Toten. Ja. Das ist ein gesetztes Wort und ist demzufolge auch leicht zu verstehen. Im Englischen ist das ein extra Wort. Ja, Skull. Richtig. Wenn du jetzt im Englischen, also wenn du jetzt als Deutscher Englisch lernen würdest und nicht wüsstest, dass es Skull heißt, dann würdest du wahrscheinlich als erstes Deadhead denken. Schädel ist nicht gleich Kopf. Außerdem kannst du ja immer noch sagen Head of a Dead Person. Von mir aus kannst du es auch als Totenkopf übersetzen, ist dasselbe Prinzip. Nee, aber du kannst dich im Englischen immer noch so ein bisschen durch Wortkonstrukte rumdrücken. Pass auf, Totenkopf und Totenschädel ist für uns im Grunde im Deutschen dasselbe. Wenn du jetzt Totenkopf versuchst zu übersetzen, ich habe jetzt der Schädel, ist vielleicht ein blödes Wort gewesen, aber wenn du jetzt Totenkopf versuchst zu übersetzen, ist es dasselbe Prinzip. Dann sagst du Deadhead und passt nicht. Weil es falsch ist. Es ist dann trotzdem geil. Oder willst du mir sagen, das ist das Totenkopf im Englischen was anderes ist als Totenschädel? Ist es denn im Deutschen was anderes? Eben. Ja. Dann kannst du es aber so sehen, dass es schlecht ist, dass die im Englischen ein Wort für beides haben, weil es bedeutungsgleich ist. Oder ob es komplizierter im Deutschen ist, weil wir zwei Worte für dieselbe Bedeutung haben. Ich finde es leichter im Deutschen. Und ich meine jetzt nicht, weil es zwei Worte für dieselbe Bedeutung sind. Das gibt es auch oft genug im Englischen. Nein, ich meine, das ist halt, dass du zwei zusammengesetzte Worte hast. Toten und Schädel. Dass sie praktisch solche Worte, die Dinge beschreiben, einfach durch zusammengesetzte Nomen zum Beispiel zustande kommen können. Dass du sie leicht gleich zusammenreimen kannst, wie es heißen kann. Während du im Englischen viel mehr Vokabeln demzufolge lernen musst. Naja, wenn es im Deutschen zwei Wörter sind, im Englischen eins, ist da eigentlich im Englischen weniger. In dem Englischen hast du für... Im Englischen musst du statt... also im Beispiel jetzt vom Totenkopf. Musst du im Englischen drei Vokabeln lernen und im Deutschen zwei. Weil du im Deutschen Toten und Kopf lernen musst, und im Englischen musst du Head, Skull und Dead lernen.
Weil? Weil es drei verschiedene Vokabeln sind. Deswegen, du musst ja nicht jedes einzelne Wort aus dem Deutschen zusammengesetzten deswegen lernen. Es ist trotzdem immer noch im Englischen einfach eine Skala. Wenn du jetzt Totenkopf lernst im Deutschen, dann hast du zwei Vokabeln, die du gelernt hast. Im Englischen hast du drei Vokabeln gelernt, wenn du Totenkopf wissen willst. Ja, aber auch nur, wenn du wirklich jedes einzelne Wort von einem Kompletten lernen willst. Und wer macht denn das bitte? Ich meine, man geht bei den Worten ja immer nur nach dem Sinn und nicht nach allen einzelnen Worten, aus denen es besteht. Wenn du danach. Du brauchst aber die Worte auch in anderen Formen. Das ist ja jetzt bloß ein Beispiel, aber du brauchst die Worte ja auch an anderen Stellen. Ja, aber du brauchst nicht Head, Dead und Skull, um zu verstehen, was im Deutschen ein Totenschädel ist. Nur weil es im Deutschen Totenschädel heißt. Hast mich nicht ganz verstanden, oder? Ich habe das ja jetzt bloß als Beispiel genommen, von wegen, dass du da mehr Vokabeln lernen musst. Nein, musst du ja eben nicht, weil es trotzdem immer noch derselbe Sinn ist. Um die komplette Sprache zu verstehen, musst du mehr Vokabeln lernen. Ja, das schon, aber an dem einen Beispiel, das du genannt hast, lernst du mehr Vokabeln, obwohl es komplett sinnfrei ist. Dad und Head brauchst du nicht, um Skull zu verstehen. Und du brauchst auch nicht diese beiden Vokabeln, um andersrum zu verstehen, dass Skull im Deutschen halt der Schädel eines Toten ist. Es geht doch nicht ums Verständnis. Darum geht es mir doch gar nicht in dieser Diskussion jetzt hier gerade. Ja, aber das ist das, womit du eine Sprache lernen sollst. Nicht einfach nur die Worte, sondern du musst auch merken, wie die Worte verstanden werden und wie du sie einsetzen musst. Wenn du einfach nur die Worte lernst, dann hast du die Sprache nicht verstanden. Auch wenn du die Worte nicht lernst, kannst du die Sprache nicht verstehen. Das ist richtig. Aber den Sinn hinter den Worten kannst du ja trotzdem nicht, auch wenn du die Worte kennst. Wort hat auch immer noch eine Bedeutung. Wenn du die Bedeutung nicht kennst, dann kannst du so viel du willst in anderen Sprachen mit Worten um dich werfen. Und die wird trotzdem keiner verstehen. Aber ganz ehrlich, wo ist der jetzt der Unterschied? Worte ohne Sinn versteht keiner. Ja, ist ja richtig. Und? Ja, wenn du eine Sprache sprechen willst, dann musst du auch. Wenn du Toten und Kopf wissen willst und Totenkopf, dann lernst du im Deutschen zwei Vokabeln und im Englischen drei. Sind im Deutschen dann auch drei Wörter? Ja, aber im Deutschen ist es als eine zusammengesetzt. Also es besteht das eine aus den zwei anderen. Das heißt, mit anderen Worten, du musst nur zwei Vokabeln lernen. Und die dann nur verbinden. Während im Englischen drei Vokabeln lernst, wobei du zwei davon nicht verbinden kannst. Es sind trotzdem beidseitig nur noch drei Wörter. Nur weil du die im Deutschen halt zusammensetzt, um eine andere Bedeutung zu kriegen, macht es nicht unbedingt einfacher. Das macht Sinn da einfacher, dass du es einfach nur zusammensetzen kannst. Ja, und woher soll jemand, der die deutsche Sprache lernt, wissen, welche Worte er zusammenstecken kann, welche nicht? Das kann er auch erst dann, wenn er weiß, okay, das zusammengesetzt ist tatsächlich ein Wort, das im deutschen Wortschatz vorkommt und auch einen Sinn hat. Ansonsten baut er alle möglichen Worte zusammen und es kommt einfach nur irgendein Müll raus. Wo du dir halt dann denkst, was meint er denn jetzt? Also das Zusammenstecken ist im Deutschen vielleicht für uns Deutsche selbstverständlich, weil wir die Worte zusammengesetzt mit Sinn kennen. Aber jemand, der unsere Sprache lernt, der wird sich auch erstmal denken, hä, das sind zwei deutsche Vokabeln, wenn ich die zusammenstecke, kommt wieder was Neues raus? Okay. Also von daher... Es ist meines Erachtens auch anders. Meines Erachtens ist es leichter. Weil, wenn du halt die zwei Vokabeln kennst und dann merkst, zusammengesetzt ergeben sie das, dann ist es leichter, sich das meiner Meinung nach zu merken, weil wenn ich jetzt im Englischen das jetzt lernen würde, dann müsste ich mir halt ein Vokabel mehr merken, das habe ich dann wahrscheinlich nach kurzer Zeit wieder vergessen. Naja, aber denkst dir halt mal so, aus der Sicht von jemandem, der Englisch kann, Deutsch lernen möchte, er kennt die drei Worte schon, aber jetzt muss er sich im Kopf denken, Head plus Dad gleich Skull. Was im deutschen Sinn ergibt, im englischen klingt es total komisch. Weil zwei Worte, die miteinander so nichts zu tun haben, plötzlich ein drittes, anderes ergeben. Und das aber halt sinngemäß nur. Nur weil man es im deutschen zusammenstecken kann und ein Wort dabei herauskommt, das wir als direktes Wort erkennen. Im englischen würde halt Dad Head eben überhaupt keinen Sinn ergeben. Wie du schon gesagt hast. Im deutschen schon, aber wie sollen Ausländer... der die deutsche Sprache lernen möchte, erstmal verstehen, okay,
es gibt bestimmte Wörter im Deutschen, die, wenn ich sie zusammenstecke, dasselbe ergeben vom Sinn her, wie ein Wort, das in meiner Sprache halt ein komplett anderes Wort ist, von dem ich den Sinn aber kenne. Naja, gut, okay. Vielleicht hast du recht. Muss ja halt denken, solche Dinge sind für uns selbstverständlich. Vielleicht hast du recht und ich kann das einfach schlecht bewerten, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es leichter ist. Wie gesagt, wenn es die eigene Muttersprache ist, kommen einem halt viele Dinge leichter vor. Ich habe auch das Gefühl, dass Japanisch leichter ist als Englisch. Das kommt ganz drauf an. Bei der japanischen Sprache, ich bin halt leider beim Lernen noch nicht weit genug fortgeschritten, um da was sagen zu können. Aber naja, das ist ja auch ehrlich gesagt gut, okay, gut. Sprachen haben wir abgewickelt. Meinst du? Bin ich der Meinung, oder siehst du das anders? Weiß nicht, zum Japanischen hätte ich höchstens noch eine kleine Sache zu sagen gehabt. Hast du den Japanischen in der Schule gehabt? Leider nicht, hätte ich gerne gehabt, gab's aber nicht. Hätte ich auch gerne gehabt in der Schule, sage ich ganz ehrlich, aber ja. Na gut, was solche Fächer betrifft, muss man halt auch immer sagen, dass das Ganze nach Relevanz geht. Und Japanisch ist halt nicht unbedingt eine Sprache, bei der man jetzt in unserem Bereich, also im Klartext Europa, so extrem viel macht. Ja, das ist natürlich richtig. Und ich glaube, die japanische Sprache hättest du auch von Grund auf lernen müssen, von ersten Klasse aus. Ja. Da hättest dann halt in deinem kurzen Unterrichtsfächern immer halt die ganze Zeit nur Kanji gelernt und sowas. Das wäre halt schon echt eine ganze Menge gewesen. Ich meine, die Japaner haben ja auch schon... ist es ja auch viel mehr einfach nur Kanji lernen im Unterricht, als dass sie tatsächlich irgendwie sowas wie Grammatik lernen, was wir im Deutschunterricht haben. Kanji war japanische Schreibung, oder? Also es Schreiben. Es gibt drei verschiedene Zeichenarten von Japan. Und da... Hiragana, Katagana und? Und Kanji. Kanji war okay. Die Hiragana und Katagana sind zusammengefasst, glaube ich, die Romaji. Und die Kanji sind praktisch die Wortzeichen. Ach, ja. Das eine sind Silbenzeichen, das andere sind Wortzeichen. Und, ja. Die Wortzeichen sind halt so über 1500 oder 3000 Stück. Es gibt noch mehr als das, aber im Allgemeinen brauchst du so 3000 Stück, um eine Zeitung zu lesen. Ja, gut. Das widerspricht aber dann so ein bisschen dem, was du vorher gemeint hast, von wegen, es wäre leichter. Im Englischen haben wir halt auch trotzdem wieder nur unsere 27 Buchstaben. Als Zeichen. 27? Ja. Hiragana und Katagana sind beide schon wie wieder wesentlich. Wie ist 27? Sind sie nur 26? Habe ich mir jetzt gerade so richtig arg ins Knie geschossen, so mit einer Schrotflinte? Wahrscheinlich. Im Deutschen haben wir 30. Ja gut, Umlaute lasse ich jetzt mal weg. Umlaute? Ä-Ö-Ü? Ja gut, okay, wenn die weg ist, dann sind es natürlich nur 27 im Deutschen, aber das SZ gibt es im Englischen nicht. SZ? Ja, Doppel-S halt. Ach so, ja, das Doppel-S ist... Doppel-S? Ach, du meinst scharfe S, sag's halt. Oh, das heißt SZ, verfickte Scheiße. Wie habt ihr das denn gelernt? Scharfes S, oh mein scharfes Gott. S, ja. Oh mein Gott. Scharfes oh S, wo man Schwierigkeiten hat, dass man das einsetzt oder das Doppel-S. Ja, ist SZ, genau. SZ kenne ich überhaupt nicht. Woher leitet sich die Bezeichnung her? Keine Ahnung, bei uns hieß es SZ. Scharfes S kenne ich wiederum nicht. Also wir reden schon von diesem weichgesprochenen S, oder? Wir reden von dem, wo es keinen Großbuchstaben gibt, ja. Ja, was zum Beispiel ein Spaß drin ist. Was wie ein B aussieht mit einem verlängerten... unteren Strich, genau. Richtig. Okay, ich merke schon sprachliche Barrieren, allein schon bei den Bundesländern. Gut. Ich meine, früher war ja SZ ziemlich für jedes Doppel-S. Und heute heißt es ja, wenn es langsam ausgesprochen wird, ist es SZ und wenn es schnell ausgesprochen wird, ist es Doppel-S.
Damit konnte ich mich eigentlich ganz gut arrangieren, aber irgendwie hat sich da auch schon wieder einiges geändert. Ja, nachdem dann die neue deutsche Rechtschreibung rauskam, war es dann nochmal komplett anders und dann... Oh, ja, weißt du, was mich heutzutage richtig, richtig krank macht? Das sind zwei Sachen im deutschen Sprachgebrauch, die mich richtig fertig machen. Gib mir an. Das und das? Oh ja, aber da habe ich jetzt inzwischen rausgefunden, wie es geht. Ja, einer von wie vielen Leuten, die es immer noch nicht kapieren. Es tut so weh. Es ist halt... Dass das im Einzelnen ist halt, kann halt immer ersetzt werden durch diese, jene, welche. Es ist halt ein Artikel in dem Sinne. Ja, genau. Und das andere mit Doppel-S kann halt nicht ersetzt werden. Richtig, das ist nämlich Kausalität, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ja, kann sein. Und das fand ich in Deutsch auch immer ein bisschen total nervig. Kausale Konjunktion, ja. So war die Bezeichnung. Diese ganzen ja, lateinischen Wörter. Aber okay, weiter. Was war das andere? Dativ. Was hast du gegen den Dativ? Ich habe nichts gegen den Dativ, aber andere Leute reagieren anscheinend allergisch drauf, weil sie ihn konsequent vermeiden. Echt? Also ich finde den Dativ, ich finde allgemein die vier Fälle nicht schwierig. Wenn es wieder um sowas geht, diesen, diesem, den und dem, wo die Leute dem und diesem mit M einfach nicht mehr kennen. Und das andere klingt einfach total schlampig. Ja. Der Freund, dem ich etwas geschenkt habe, nicht der Freund, den ich etwas geschenkt habe. Ah! Tja, der Dativ. Ich mache ja auch immer mal wieder meine Fehler, gebe ich ja zu. Ich bin nicht perfekt beim Schreiben, aber sowas regt mich auf. Bin ich auch nicht. Bin ich definitiv auch nicht. Aber ich habe es mir abgewöhnt, den Leuten solche Fehler anzukreiden, weil ich die Diskussion dazu leid bin. Okay. Aber ich hocke halt trotzdem jedes Mal da und denke mir, ah! Ich meine, gut, okay, ich gebe zu, dass ich in Skype und YouTube-Kommentaren jetzt nicht hundertprozentig auf meine Rechtschreibung achte. Aber wenn ich mir halt wichtig ist, dass ich auf die Rechtschreibung achte, dann achte ich auch auf Dativ und das und sowas. Ich lese meine Texte halt mittlerweile an die 10 Mal noch jeweils durch, bevor ich sie abspeiere oder sonst irgendwas. Krieg bei Programmen, die halt nicht wie Skype so eine Funktion haben, dass du deine Nachricht nochmal umändern kannst. Total die Krise, wenn ich dann im Nachhinein durchlesen sehe, da ist ein Rechtschreibfehler. Scheiße. Ich kann ja, nichts mehr machen. Ja, nervt mich meistens auch, wenn ich dann irgendwie. Aber naja, dann tue ich halt eine zweite Nachricht mit einer Korrektur hintersetzen. Ja, mit so einem Sternchen und dann das nochmal richtig setzen. Aber es tut mir halt trotzdem immer wieder weh. Speziell eben deswegen, weil ich an Sprachkonstrukt mittlerweile so viel Müll erlebt habe. Oh ja. Genauso wie das I, was man halt im Deutschen kennt, EI, durch AI ersetzt. Oder noch schlimmer, AY. AI, japanische Liebe, yay! Interessanter Themenwechsel. Wieso? Naja, AI heißt. Naja, es war ein Kommentar. Ja. Nee, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich weiß schon. Wenn so Leute. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer noch das Wort geil. Wenn die Leute das mit AI schreiben. Oder AY. Oder mit einem Q statt einem G. Das beste Beispiel ist immer noch Niveau. Es ist das allerbeste Beispiel. Es war kein deutsches Wort, aber es ist trotzdem das allerbeste Beispiel. Ich habe schon 10.000 verschiedene Möglichkeiten gesehen, wie man Niveau schreiben kann, ohne Witz. Ja gut, das ist aber mittlerweile so ein Wort, das man aus Modegründen falsch schreibt und nicht, weil man nicht weiß, wie es geschrieben wird. Die Leute wissen, wie es geschrieben wird. Die Leute schreiben es nur aus Prinzip falsch. Ja, es gibt aber genug Leute, die es auch wirklich tatsächlich falsch schreiben, wenn sie es nicht besser wissen. Was ich halt lustig finde, viele Rechtschreibfehler kommen eben bei den Wörtern zustande, die aus dem Französischen eingedeutscht wurden. Ich fand, ja, das kann ich verstehen. Niveau kommt ja aus dem Französischen. Ist ja auch wieder so ein Ding, wo bis zu 3 Buchstaben sind, ne? Sag ja, wird viel weggelassen oder anders ausgesprochen. Ich hatte auch letztens in einem Video gesehen. Das hieß, glaube ich, einfach nur Anime. Da hat er gezeigt, wie viele Rechtschreibfehler schon bei dem Wort Anime unter seinen Videos gefallen sind. Oh, dann dachte ich mir auch, wie kann man das nur so falsch schreiben? Ohne Witz. Zugegeben, da habe ich auch früher so meine Fehler gemacht. Da wusste ich noch nicht, dass Anime kein Plural hat. Und ich wusste nicht, dass Anime beim letzten einen Akzent drüber hat.
weiß gerade jetzt nicht, ob das Accent Grave oder Degu ist. Hat keinen Akzent. Hä? Anime hat doch und auf dem letzten. Nein. Anime wird ohne Akzent geschrieben. Anime wird einfach nur A N I M E geschrieben. Ende. Nicht anders. Es kommt aus dem Japanischen, also kann es keine Akzente von Französisch haben. Ah, dann war es wahrscheinlich die französische Schreibweise und der Apostroph steht dafür, dass man das E nicht als R liest, sondern als I. Richtig, das ist beim Französischen so. Mit Accent Graf, Tegu und Circonflex. Wo ich immer an Cornflex denken muss, wenn ich den ausspreche. Komma ist bei denen Vergül. Bei was? Vergül, Komma. Wenn ich mich gerade nicht täusche, war Komma im Französischen Vergül, oder wenn man es ausspricht. Okay. Ja, komm. Keine Ahnung. Es ist lange her, ich habe Französisch nicht mehr gesprochen seit der Schule. Und ich musste in Französisch mal ein Diktat schreiben. Das war echt interessant, dem Kerl zuzuhören. Vor allem, wir hatten da so einen Lehrer, der hat ein bisschen Probleme, der hat genuschelt, und zwar wie Hölle. Oh Gott. Sogar wenn wenn meine Eltern da bei dem in der Sprechstunde waren, sind im Nachhinein wieder zurückgekommen. Ich kann die verstehen, ich habe den echt nicht verstanden. Das Schlimmste war immer, wenn er aus dem Buch irgendeine Aufgabe vorgelesen hat und dann aufgerufen hat. Und du dann gesagt hast, können Sie das nochmal sagen, ich habe sie nicht verstanden. Dann ist er natürlich sauer geworden, weil er gemeint hat, du hast einfach nicht zugehört. Oh Mann. Ja, du? Was? Entschuldigung, können Sie das nochmal sagen? Ich muss besser zuhören. Schlimm. Ja, und bei dem habe ich das Diktat geschrieben. Oh wow, das ist echt hart. Das gebe ich zu, das ist richtig hart. Vor allem, ich wusste damals noch nicht, dass Komma Vergül im Französischen. Ich spreche es wahrscheinlich gerade total schlimm aus und es tut mir auch leid für Leute, die Französisch können und jetzt unter meiner Aussprache leiden. Ja, keine Ahnung. Ich kann es ja wohl nicht bestätigen, weil ehrlich gesagt, ich habe Französisch, wie gesagt, seit der Schule nicht mehr ordentlich gesprochen. Ich habe nur noch einzelne Worte im Kopf. Es geht mir leider auch so. Ich muss aber sagen, Französisch, ich finde die Sprache echt nicht schlecht. Ich mag sie eigentlich recht gerne, wenn ich ehrlich bin. Sie ist okay, aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen schnulzig und werden viel zu viele Buchstaben weggelassen. Ja gut, das ist halt dann so eine Sprache, die einfach ihre Eigenheiten hat, ne? Ja. Ich glaube aber, dass bei uns mit Umlaut manche Leute, die Deutsch lernen wollen, auch so klein mittlere Anfälle kriegen. Das ist bei jeder Sprache so. Ich meine, ich denke mir auch jedes Mal irgendwie. Ich finde es auch jedes Mal witzig, wenn ich Japaner Englisch oder Deutsch reden höre. Das ist so super. Ja. Ich denke es mir halt nur wegen den Umlauten gerade, wenn du dir halt denkst, okay, das ist ein A. Du setzt halt Punkte drüber ein Ä draus. Aber bei den O und dann ist ein Ö. Aber bei den Japanern kann ich wenigstens verstehen, warum sie Deutsch so komisch aussprechen. Weil die haben ja nur Silbensprache. Und dadurch, dass sie nur Silbensprache haben, versuchen die bei unseren Worten noch zusätzliche Buchstaben dran zu hängen. Naja, ich meine, bei auf Konsonanten, die kennen das ja gar nicht, dass auf Konsonanten nichts anderes folgt. Da gibt es ja bei denen nur das N, auf das kein Vokal mehr folgt, oder? Ja, glaube ich schon, kann sein. Auf jeden Fall finde ich das immer witzig. Und die denken dann, die versuchen dann halt immer irgendwelche Buchstaben noch dran zu hängen. Das ist irgendwie witzig. Bei Japaner sprechen einfach zu viel aus. Ja gut, wie gesagt, du sagst es ja, sie kennen es nicht anders. Und wenn halt, wie gesagt, ein Vokal immer hinter, da kommen ja immer diese U's, die bei unseren Worten, die auf Konsonanten enden, noch drangehangen werden. Kennt oder, man ja. Oder E's, ja. E? Echt? Ja. Beispiel? Ich habe jetzt kein Beispiel. Ich kann dir gerne eins geben, wenn ich mal wieder eins höre. Aber du, das ist gerade dasselbe Phänomen wie vorhin bei mir im Englisch mit den Bindestrichen. Wenn ich jetzt sofort während dem Zocken gerade so ein Beispiel daherbringen müsste. Das sind immer so Sachen, da müsste ich mich vorher vorbereiten. Das ist immer schwierig, dann sowas zu haben. Ja, es ist klar. Ich mach dir hier auch keinen Vorwurf. Und da du gerade zockst, machst du sowieso ziemlich konzentriert. Ich hoffe halt bei solchen Sachen immer, dass die Leute, die da zuhören, also die Zuschauer, dass trotzdem so einigermaßen nachvollziehen können, was ich damit meine. Auch wenn ich da gerade kein Beispiel immer nennen kann, aber versuche halt trotzdem irgendwie. Das ist halt bloß das Einzige, was ich so richtig witzig finde. Weißt du, so Französisch werden Buchstaben weggelassen, in Japanisch kommen Buchstaben dazu. Na, aber da merkst du halt einfach, dass die Sprachen total unterschiedlich aufgebaut sind. Ja. Gut, aber wir ziehen die Folge schon seit einer ganzen Weile gerade. Ja, demnächst in 5 Minuten. Ja, dann sollten wir mal langsam zum
nächsten Folge übergehen und das Thema dann weiter nachführen. Wäre ich auch dafür. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei One of the Boschi. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin Xi. Ich bin der Azuma. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.